Baby. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben schon mittlerweile, ich glaube, 12 Uhr fast. Ja, wir sitzen, liegen gerade draußen am Pool, richtig schön und entspannen ein bisschen. Ich habe gestern gar nicht mehr gute Nacht gesagt. Wir waren tot, also ich war jedenfalls todmüde und ich habe es einfach vergessen. Übrigens, guck mal, von diesem Bright to Be, wir haben nur das Bright genutzt, ist ein Tee übrig geblieben. Das ist mein Tobi-Ersatz. Für die nächsten Tage. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe letzte Nacht ziemlich gut eigentlich geschlafen, außer dass ich die ganze Zeit so Kalt-Heiß-Störungen hatte. Aber ich habe gut geschlafen trotzdem. Ich versuche hier gerade ganz, ganz schön viel zu trinken. Ich habe gestern richtig wenig getrunken, gar nicht gut. Und ja, jetzt haben wir hier übrigens unsere coolen Bikinis an. Richtig süß. Das ist, der ist von H&M. Den gibt es mit einer kleinen Hose. Ich zeige euch das mal. Und zwar sieht der Bikini so aus. Einmal das Höschen hier, dann gibt es das Höschen High-Waisted, das hat Katrin gerade an. Und Uncut haben komplett einen Bikini an und ich finde den total süß. Es schnürt hier ein bisschen ein, muss man ehrlich sagen, aber ansonsten ist es süß. Und guck mal, ich lag gerade nur ein paar, wirklich vielleicht, das ist nicht von USA, weil der Strich hier, also der ist wirklich komplett neu gerade. Ich lag vielleicht jetzt 30 Minuten in der Sonne. Läuft, würde ich mal sagen. Ja, also super, super schön. Und dies ist mein Bikini. Und damit werden wir nachher auch ein schönes Foto machen. Ja, mir gefällt das sehr gut. Ich mag das. So, Leute. Wir sind gerade ins Wasser gesprungen. Es ist so schweinekalt. Ich habe keine Ahnung, wer auf diese Idee kam. Wir liegen hier alle schön in der Sonne. Der Pool ist schweinekalt. Und wir machen jetzt hier noch eine Slow-Motion-Aufnahme. Boah, wir haben strahlend blauen Himmel, das ist so geil. Es ist nicht, außer da hinten, keine einzige Wolke. Es ist so warm. Oh Gott, da springen wir jetzt rein. So Leute, wir essen gerade zu Mittag. Total süß, wir haben den Tisch mit den Stühlen rausgeräumt. Ich habe Gott sei Dank eine Musikbox mit. Und da sitzen sie alle. Alle am Mampfen. Es gibt übrigens Kartoffeln, Salat, wie anderen Fleisch. Und dann gibt es das Ganze nochmal mit Paprika und das Guacamole und so ein Kram. Sehr lecker. Ich bekomme jetzt mein Eis gemacht. Und zwar sind wir hier in so einem Laden. Ich sag euch gleich, wie der heißt und total cool. Ich krieg so ein Banana, Peanut Butter und Strawberry Ice. Und mit Oreo. Ist ja auch. Vegan! Ja. Hallo? Sieht so geil aus. Ja. Das ist mein Eis, Leute. Schaut euch das bitte mal an, wie geil das aussieht. Und der Laden heißt Beloa Zero. Es sieht so cool aus. Mega geil. Und der Laden auch voll süß. Wenn ihr hier so guckt. Wir haben hier so Stühle. Komm, sollen wir uns schon mal hier hinsetzen? So ein bisschen. Ah nee, guck mal, du kannst dich auch da hinten. Nee, das ist Pizzeria. Auf jeden Fall, so sieht der Laden aus. Voll süß. 2, 3. Okay Leute, ihr habt gerade unsere geile Fotosession gesehen. Sarah, was war los? Sie hängt da wie so ein Schluck Wasser. Ja, auf jeden Fall, wir laufen hier gerade durch die Stadt und ja, haben auf jeden Fall Spaß hier. Eis war sehr gut. Und gleich schauen wir uns noch den Sonnenuntergang an. Und ja, keine Ahnung. War es auf jeden Fall cool. So, die erste Aufgabe für Paddy.
Sie muss jetzt drei Jungs suchen, denen sie einen Kuss auf die Wange gibt. Ich frage den älteren Mann. Ja, frag den älteren Mann. Nein, sie traut sich nicht. Ja, er. Nee, das kann er nicht. Nee, nee. Ja, gerade angekommen, und zwar am Esvedra, und so sieht es jetzt hier gerade aus. Wir haben den Sonnenuntergang vor uns und den Esvedra, und wir werden jetzt hier eine schöne Aufnahme drehen noch für euch und ein bisschen entspannen. Sitzen hier alle. Morgen, ihr Lieben, willkommen zurück bei den Voice, und heute geht es nach Formentera. Ja, wir sind schon alle fertig gemacht. Ich habe auch schon die Tasche gepackt, und ja, wir müssen jetzt los, sonst kommen wir nämlich zu spät. Und alle sind schon so die Übermuttis. Habt ihr alles für den Kopf? Habt ihr zum Eincremen alles genug dabei? Trinken? Ja, genau. Also ich würde sagen, es geht los, und was habe ich denn hier? Viel Spaß. So, die ganze Crew ist hier, und wir gehen jetzt hier zu Aquabus und fahren jetzt rüber. Strahlend blauer Himmel. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Krass, süß. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf der Fähre gerade. Und es wackelt manchmal ganz schön arg, wenn ein Boot vorbeikommt. Sorry. Und Anna ist schon zum zweiten Mal. Es war schon die ganze Zeit so, und Anna... Angekommen! Und das ist Formentera. Man fühlt sich wie in der Karibik. Dieses Wasser hier ist einfach unfassbar schön. Guckt euch das mal an, wie blau. Ist einfach hellblau. Richtig schön. Also ihre Aufgabe ist es jetzt, zu den Jungs zu gehen, und sie müssen sie hochheben, so quer. Anna macht das nicht. Da bin ich dabei, du. Einer reicht schon. Wow! So, Leute, ich war gerade duschen, habe hier den riesen Handtuchturban auf dem Kopf, und Anna und Kat haben gerade gekocht. Ich packe jetzt gleich noch den Koffer. Wir essen heute ein bisschen so Reste essen. Kat hat Salat gemacht, und dann haben die Nudeln und Tomatensauce gemacht. Ich habe mich gerade fertig gemacht, und zwar für heute Abend. Wir gehen feiern. Ich trage tatsächlich nichts, also an Make-up, außer Lippenstift und Augenbrauen. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, mir Make-up ins Gesicht zu knallen oder großartig zu konturieren. Einfach aus dem Grund, wir haben jetzt schon 0 Uhr. Und ich kenne mich, und bevor ich mit Make-up schlafen gehe, trage ich lieber gar keins auf. Ich weiß nämlich, dass ich mich heute Abend nicht abschminken würde. Und ja, ich habe jetzt einfach nur meine Haare gelockt und habe ein Oberteil angezogen. Das ist, glaube ich, von ASOS. Und dann eine Hose. Ich habe, ja, den Sonnenbrand meines Lebens am Po. Ich glaube, wir haben gefühlt alle Gesundheit. Gefühlt alle Sonnenbrand am Rücken oder Po, oder auf jeden Fall sind wir gut braun da geworden. Ja, und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, eine Luft... ja, genau, besser als eine Jeans, weil ich glaube, auch im Club ist eine Jeans ein bisschen schwierig.
Und ja, so ist mein Outfit heute um meine Haare. Hallo. Und das kannst du, habt das gerade gesehen. Ihr Rücken ist auch richtig rot. So, und das ist übrigens unser Zimmer. Chaos pur. Aber hey, ich habe schon gepackt tatsächlich. Da liegen meine Schlafsachen für gleich. Den nehme ich mit. Handy ist noch angeschlossen. Flasche Wasser. Das ist mein Outfit für morgen. Und dann wird hier nur noch das Bett wieder von danach dargestellt. Und dann sind wir auch schon wieder fast fertig. Die Tage sind voll schnell rumgegangen und ich fliege morgen um 18.20 Uhr nach Mallorca. Es ist ein ganz schneller, kurzer Flug, 40 Minuten. Dann hole ich dort das Auto ab und dann hole ich später Nina ab. Die kommt nämlich erst am späten Abend. Es war wirklich hier schon mal echt mega, mega cool. Also die Tage waren super. Wir als Gruppe haben ja auch echt festgestellt, wir waren echt alle ziemlich gleich. Also wir haben uns mega gut verstanden und wir haben sogar noch drüber gesprochen, so von wegen Zickenkrieg und so. Und da ist ja gar nichts bei uns jetzt gewesen und ja, auf jeden Fall hat es gut gepasst. Und ja, ich würde sagen, ich lasse euch allerdings hier und dann gucken wir mal, was der Abend so bringt.